Yo, Leute, was geht ab? Nachdem wir im letzten Part so versagt haben in der coolen Solarhöhle, ja, cool, ja, würde ich einfach sagen, wir gehen jetzt gleich mal nochmal in die Scheiben, in die Dingens. Lagern. Ja, wir machen zwar schnell ein Team. Und zwar aus dem guten Runic, den wir auch noch entwickeln sollten. Zum Team. Und der gute Runic darf mal Anführer werden. Partner, Maurice, wir suchen. Hey Maurice, so, du wartest. So, jetzt gehen wir mich mal, also Runic, schnell mal entwickeln. Damit er auch hier was in dem nächsten Dungeon ausrichten kann. Haha, Runic läuft allein durch die Stadt. Runic ist in der Hut, Alter. Hier, was ist da los mit dem? So. Und ja, bitteschön, lass mich entwickeln zu Iglaba. Weil ich so toll bin und so toll und so stark werden möchte. Und ja, und bam, Iglaba. Sehr schön. Gut, nachdem das dann auch geschafft ist, scheiße, sind wir irgendwie langsam. La 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 la
Was war das denn bitte? Warum treffe ich dreimal nicht? Ja. Okay, oha, oha, Spoink. Alter, ich stelle es da in Ernst. Zweimal daneben. Nerv mich nicht und komm her. Boah, Alter. Geh einfach nur kaputt. Du Drecksvieh hast mich genervt. Ihr seht, dieser Dungeon ist irgendwie echt nicht ohne. Und ich meine, wir haben Rayquaza besiegt und quälen in diesem Dungeon von dem Pokémon so irgendwie, ja gut, ein Fliop, so voll gedemütigt. Okay, das war's. Geh mir besser aus dem Weg und nerv mich nicht. Okay, sehr schön. U5, das heißt, hier könnten wir wieder einen Schlüssel finden mit etwas Glück. Aber nein, er findet bis jetzt nur eine Amarenbeere und Geld und ich will einen Schlüssel. Yahoo, getroffen. Kaputt. Geh kaputt. Sehr schön. Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Gib mir so einen fucking Key. Ich will einen fucking Key. Und das letzte Mal war auf Ebene 5, deswegen erhoffe ich mir, ihn hier wieder zu finden. Bumm. Rosanna ist besiegt. Alter. Du. Du nervst. Mach es kaputt mit der Alter, nicht mehr die Bissattacke reicht. Was ist denn das? Wieso sind wir denn nur so schwach geworden? Ich glaub's nicht. Wir sind so fucking schwach geworden hier Alter. Warum fange ich an zu brennen, wenn das Natu brennt? Was ist das denn für eine fucking Logik? Diese Idee ist ja echt scheiße und irgendwie finden wir doch keinen Schlüssel. Wie scheint, war das unnötig hier zu warten. Geh kaputt. Nervt mich nicht. Alter, ich krieg ein... Leute, aber das ist irgendwie so richtig Klischee, oder? Die ganze Zeit bekomme ich einen Burn, ja? Weil ich eine Aquaklare gegen einen Feuer-Pokémon einsetze. Und jetzt bekomme ich einen Burn, weil ein fucking Natum Burn bekommt. Der Burn ist mit uns, aber so richtig. Kaputt. Geh kaputt. Irgendwie stirbst du schon. Ja, genau so. Noch überlebt er. Aquaknarre! Und kaputt. Alter, immer noch ein Icy. Nicht schlechter Rosanna kommt da hoch. Alter, Absol, was machst du da? Komm zum Team. Solche Rattenaktionen brauchen wir nicht. Steril Orb, Gedankengut. Nochmal Gedankengut. Shit. Alter, macht das wenig Damage. Gut, das trifft noch. Das ist sehr schön, dass das noch trifft. Das macht ihm nicht viel Damage. Das trifft immer noch. Nein, ich möchte nicht den Platz tauschen. Mann. Mann. Dieser Dungeon ist echt nicht ohne, meine Freunde. Das habe ich schon gesagt. Das ist richtig matt. Oh, Tapetenwechsel. Ich gehe einfach weg. Lass mich in Ruhe. Ah, und trotzdem habe ich besiegt. Sehr schön. U8. Genau. Ich wollte eigentlich nur einen Schlüssel haben, um hier so ein paar Dinge zu öffnen, aber diesen Schlüssel werden wir anscheinend nicht bekommen. Ja, gut. Wenigstens haben wir noch einen Pokémon besiegt. Läuft bei uns. Solarhöhle U9. Lalalala. Oh, Metan kann ja auch fliegen. Aber lief, ach, ein Alter, jetzt hättest du einfach mal so einen scheiß verkackten Flammenrad machen sollen. Genau. U28 für mich. Bald kann ich mich jetzt in Sampex entwickeln. Läuft bei uns. Ich vermisse die Zeit, wo ich einfach als Tornupto auf Level 100 hier rumgedackelt bin. Das war echt... Also ich war ja immer Vollriegel und Shiggy als Partner. Und ich vermisse die Zeit, da bin ich als Tornupto über Level 100 rumgedackelt wie so ein Behinderter und hab einfach voll abgegangen. Oh shit, macht das Damage. Alter, stirb einfach. Alter, was ist denn los mit dir?
War das gerade dein Ernst, dass ich dich mehrfach mit Lehmschuss nicht treffe? Ihr seht, wenn man hier einmal verreckt, verreckt man ganz schön oft miteinander. Level 24 Absol, yippie. Ist ja echt krank, ey, wie wenig Schaden wir überall ausrichten. Zueigner. Was machst du denn? Aha. Stirb! Ich geh kaputt! Halleluja. Da hab ich keinen Bock, mich nochmal mit irgendwas zu prügeln. Habe ich jetzt... Oh, ein Schlüssel! Key! Master Key! Item... den Gusto-Samen können wir wechseln. Ebene 10, juhu! Stirb! Geh kaputti! Lalalalalalalala, stirb! Und kaputti! Nein, noch nicht! Ruckzucki! Jetzt aber, sehr schön! Okay, hier dürfte jetzt eigentlich wieder so ein Schlüsselportal sein, aber irgendwie habe ich nach dem letzten Mal so Schiss, dass es wieder ein Linkkabel ist, deswegen gehen wir jetzt nicht dahin und versuchen einfach weiter zu gehen und irgendwie das zu schaffen, was wir auch schaffen wollen, und zwar Surfer zu bekommen, der leider in einer anderen Ebene ist. Oh Mann. Ja, das macht ihm eigentlich nicht viel Damage. Sehr schön aufgewacht. Dun, 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 dun. Oh, oh mein Gott, ein Wo-ing genau. Ein Drecks-Wo-ing genau. Geh kaputti. Da ist ein Stock, den wir noch einsammeln können. Nee, das ist eine Sackgasse. Das habe ich mit meinem bloßen Auge gesehen. Und jetzt Lehmschuss. Verlass mich bitte nicht. Jau, geil. Jetzt ist es eh down. Bitte was? Wie wenig Damage machst du bitte, Absol? Was kannst du denn überhaupt? Nein. Oh shit. Ebene, nächste Ebene. Hallo. Ich muss dringend in die nächste Ebene. Und das macht dich jetzt kaputti. Cinebeere essen. Alter, jetzt werde ich ja... Ja, da. Gut, noch eins besiegt. Sehr schön. Oh. U12, wir kommen voran. Ja, und zwar richtig. Und zwar mit einem Raub. Den Raub brauchen wir aber nicht, der bringt uns hier rein gar nichts. U13. Oh, Tapetenwechsel. Appellorb. Okay, zwei schlafende Pokémon, die wir nicht wecken, weil wir einfach nett sind. Okay, jetzt hier runter und dann mal nach drüben. Oh, da ist die Treppe, wir gehen mal hier lang. Alter, Lebensmittel wurden ungenießbar, ich glaub's nicht. Jetzt geht's los. Ich sehe schon kommen. Kaputti! Ja, mach doch. Kaputti, komm schon, Rückzug geben und kaputti. Der falsche Partner ist hinter mir irgendwie, weil der irgendwie nicht K.O. geht. Kein Rückzug gibt mehr kann. Aber egal, wir haben es geschafft. Ebene 14, meine Freunde. Hui, hui, hui. Minute 14, Ebene 14. Ey, wir sind ganz schön gut in der Zeit. Jetzt machen wir Teamarbeit. Und bis... Alter, dein Ernst. Geh kaputt. Absol, du bist lächerlich. Ich werde dich echt nie wieder mitnehmen, ey. Wo bist du mir bitte eine Hilfe? Wo bist du mir eine Hilfe? Okay. Und stirb, Minitalis! Stirb einfach nur! Sehr schön. Moment. Ist da irgendwas? Nein.
Ebene 15 könnte was sein, deswegen tue ich jetzt einfach mal Safety First ein bisschen searchen. Ob ich hier nicht doch irgendwie was Cooles finde, was ich sehr wahrscheinlich tun werde, weil ich es einfach ein Gefühl habe. Mach's kaputt. Juhu, Level 29 für den guten Runic. Ich habe einfach ein Gefühl, dass wir hier irgendwas Tolles finden werden. Gut, hier nicht. Ja, ich sag's doch. Wir setzen mal den Schlüssel ein und bitte sei irgendwas Tolles. Bitte. Ja, ja. Kaskade. Ja, gut, Kaskade. Mit Kaskade kann man noch leben. Ja, aber eigentlich wollte ich Surfer. Oh, wehe, ich brauche jetzt für die letzte Ebene einen Schlüssel. Hui. Wenn ich dann jetzt da einen Schlüssel. Ich meine, jetzt haben wir quasi Kaskade gefunden, aber wenn wir dann Schlüssel brauchen, gehe ich offscreen noch mehr rein. Weil das wäre mir dann doch ein wenig zu viel. Ist das nochmal hier im Paar zu machen, das wäre eine Zeitverschwendung. Das wäre große Zeitverschwendung. Ebene U17. Sehr schön. Money und Stöcke. Dann gehen wir hier hoch. Ne, wir nehmen den Weg hier. Einmal da und dann gehen wir da wieder durch. Ein Sonnenstein. Dann essen wir gerade einen Samen. Und noch ein Samen. Und noch ein Samen. Und noch ein Samen. Und noch ein Samen. Jetzt haben wir hier nämlich einen Sonnenstein. Alter, macht das Ding Damage. Ich geh mal runter. So, das war alles nur Safety, damit ich aus der Ecke mit einer Aquaknarre angreifen kann. Komm schon her. Komm her. Ja, und stirb. Und Level 25 für Absol, das war ja voll nötig jetzt, das brauchen wir auch tierisch. Yes, und ich habe die Treppe auf Ebene U18 gefunden. Wir sind sogar über der Zeit, 17 Minuten und 18 Ebenen. Ha, läuft bei uns. Ja, ich versuche jetzt Kämpfe zu vermeiden, weil ihr habt ja schon gesehen, wie... hier war ein Schlüssel. Welches Lepumentas hebt dann Schlüssel auf? Lepumentas. Lepumentas, wo bist du? Komm her, Lepumentas. Du bist ein fucking Kroink, du bist kein Lepumentas. Kratz ab. Jetzt stirb einfach nur. So eine Erstarrung kann man immer gebrauchen. Du bist schon wieder nur ein Kroink. Shit, Alter. Gut, dich mache ich jetzt mal aus der Ferne fertig. Vielleicht setzt du ja Teleport ein. Teleport? 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 Nein? Ja. Okay, besiegt. Lepumentas, du hast was, was ich möchte. Okay, ich nehme jetzt hier eine... Lepumentas, da bist du ja. Oh. Ja gut, so geht's auch. Ich muss das jetzt mal so machen. Yes, da haben wir den nächsten Schlüssel, mit dem wir jetzt in dem 19 verschwinden. Definitiv. Definitiv, definitiv, genau. Oh, shit. Okay, das Lepumentas ist nun auch down. Sehr schön. Und U20, meine Freunde. Ich glaube, dieser Part ist doch etwas freudenreicher als erwartet. Noch ein bisschen extra Damage, damit du es dann besiegen kannst. Hoffe ich mal. Oder auch nicht. Natürlich, dann bekommt er jetzt noch einen Aussetzer. Alter, stirb einfach. Stirb! Ja, so nicht. Auch noch ein Seher. Stirb! Gut, Ebene 20 heißt für uns, das ist eine Ebene, wo irgendwas Cooles sein könnte. Eventuell. Hallo, cooles Item. Wo bist du? Cooles Item. Hallo. Cooles Item, yes. Und zwar der Surfer. Genau das habe ich nämlich gesagt. Es kann nämlich auch passieren, dass es nämlich so ist. Und komm schon. Nein. Ah, tue ich dir... Ja, doch, ich beende diesen Dungeon mal. Ich bin so vorbildlich und beende diesen Dungeon. Indem ich jetzt in die Treppe gehe. Warum, Alter? Wir haben 2 VMs gefunden und wir haben diesen Dungeon überlebt. Yes. Das war gute Arbeit für heute. Ich sollte mich jetzt etwas ausruhen. Stabilo! Und mit etwas Glück passiert jetzt auch direkt was. Mit etwas Glück? Eventuell? Vielleicht? Bitte?
Schauen wir uns doch an, ob das passiert. Okay, dann haben wir die Partnerareal noch nicht dafür. Schade, schade. Aber meine Freunde, wir sehen uns dann einfach im nächsten Part. Bis zum nächsten Mal und ciao, euer K.O.H. Yo, Leute. Wenn ihr immer auf dem neuesten Stand sein wollt, wann irgendein Video kommt, egal ob von diesem Kanal oder von meinem anderen Kanal, dann klickt einfach auf einen der drei Icons und abonniert bzw. folgt mir einfach auf den anderen sozialen Netzwerken. Zur Wahl stehen Instagram, Twitter sowie mein anderer YouTube-Kanal. Von daher folgt und abonniert, was das Zeug hält, damit ihr nichts verpasst, was hier passiert. Von daher, ciao!